muss mich scannen lassen. Jeder Umgehungsversuch wird mit 5 Jahren Zuchthaus geahndet. Mindestens. Oh nein. Oh nein. Ich kaufe am besten eine Wochenkarte. Also, laut Piktogramm drücke ich einen Knopf, wedle mit meiner Geldkarte vor dem elektronischen Auge und bleibe 2 Sekunden lang stillstehen. Gut, stillstehen kann ich. Ich habe den Knopf schon gedrückt. Es tut mir leid. Der Fahrpreis beträgt $15. Sie haben noch $1 auf Ihrer Geldkarte. Diese Meldung wurde Ihnen von Bokamba Mercer übermittelt. Die Zukunft heißt Bokamba Mercer. Mist, meine Geldkarte reicht nicht mehr. Ich muss unbedingt meinen Lohn im Café. Ein rostiges altes Rad. Wahrscheinlich dreht man damit das Wasser auf und zu. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Das muss ein Druckmesser sein. Er steht auf 100%, schätze ich. 100% Druck. Der Wassertank ist voll. Eine geheimnisvolle Konstruktion. Was sollen die Ventile, Räder und der ganze Krimskrams? Oh, die Zange hatte doch eine Funktion. Böse Überraschung. Geheimnisvoll. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Wohnzimmer. Aufräumdienst 27. Juli, April und Emma. Ach, Fronarbeit, San Francisco. Dort würde ich gern mal hinfahren. Möglichst bald. Mir graut vor der Ausstellung in 2 Wochen. Bisher habe ich 0, nichts geschafft. Ich komme einfach nicht voran. Bücher. Ich lese nur selten, aber man muss den intellektuellen Schein wahren. Ich brauche mein Bett nicht zu machen. Es ist zu heiß, um mit Bettdecke zu schlafen. Ich habe immer mal wieder Tagebuch geführt, seit ich 5 war. Dieses hier habe ich im Frühjahr angefangen. Hey, mein Stundenzettel vom Café. Prima, jetzt kann ich meinen Lohn abholen.
Charlie. Was gibt's, April? Weißt du, wo die Galerie Roma liegt? Galerie Roma? Der Name sagt mir was, aber... Nein, leider. Neben der Jukebox hängt ein Werbeposter für eine Ausstellung dort. Ach ja, das haben sie dort aufgehängt. Hast du nachgesehen, ob die Adresse irgendwo steht? Charlie, darf ich dich noch was fragen? Klar. Danke, Charlie. Bis später, Charlie. Bis dann. Stan merkt bestimmt nicht, wenn ich mich kurz bediene. Er hat tonnenweise Bonbons im Lager. Was ist denn schon wieder? Stanley, wegen meines Lohns. Ach, schon wieder? Hast du wenigstens deinen Stundenzettel dabei? Ja, habe ich. Mein Magengeschwür, meine Migräne. Gib her, Göre. Bringen wir es hinter uns. Oder geh durch die Tür und vergiss das Ganze. Du hast die Wahl. Da ist mein Stundenzettel. Nicht so laut, Süße. Das Wort bringt mich um. Zeig her. Das soll ich unterschrieben haben? Im Anfall geistiger Umnachtung. Also? Sieht nicht gefälscht aus. Danke. Danke? Wo bleibt mein Geld? Ach, das kriegst du heute, nicht nächste Woche, Süße. Ich schreib's auf, mach dir keine Sorgen. Ich brauche das Geld jetzt, Stanley. Ja, wir brauchen alle Geld jetzt. Ist nicht nächste Woche. Vergiss es, ich kündige. Ach, du kündigst? Das kannst du nicht. Hier kündigt keiner, Süße. Ich kann kündigen und ich tue es hiermit. Verdammt! Weißt du nicht, wie schwer es ist, Leute für den Drecksjob zu finden? Ich brauche dich! So sehr, wie du das Geld brauchst? Ja, Himmel noch mal. Okay. Ich geb dir dein blödes Geld. 50 Kröte, nicht? $375, Stanley. In bar. Ja, natürlich, in bar. 300... Bist du sicher? Ich zahl einfach zu gut. Na schön, gib mir deine Geldkarte. Danke, Stanley. Ja, natürlich. Schon gut. Moment mal, möchtest du heute Abend einspringen? Sandra ist krank und ich brauche eine Vertretung. Na, wie ist es? Tut mir leid, ich habe schon was vor. Was vor? Am Freitagabend, heiliger Manu, wo kommen wir bloß hin?
Geh schon, überlass mich meinem Magengeschwür und meiner Migräne. Ich kaufe am besten eine Wochenkarte. Ich habe den Knopf schon gedrückt. $15 von Geldkarte abgezogen. Sie können jetzt eine Woche lang alle Züge der Metrolinie benutzen. Und nicht vergessen, Genfälschung ist ein Bundesverbrechen. Haltet eure Gene sauber. Einen schönen Tag noch. Neben dem Gleis läuft ein Starkstromkabel. Zwischen den beiden ist was eingeklemmt. Scheint ein großer Eisenschlüssel zu sein. Ich käme mit bloßen Händen nur von unten ran. Aber das Kabel steht unter Starkstrom. Ich stehe sowieso schon unter Strom. Nein, es muss eine andere Möglichkeit geben, den Schlüssel da hochzuholen. Es verunsichert mich, dass ich mir meiner ständig bewusst bin. Bildschirme gibt es überall. Man kann ihnen nicht entkommen.
noch ein Amatin-Opfer. Der Arme ist High vom Amatin. Großer Sound aus so einer kleinen Kiste. Der Arme ist High vom Amatin. Es heißt, der Rhythmus leidet als erstes darunter. Hallo, Sir? Sir? Ich leg meine Eintrittskarte hier hin, ja? Nicht viel los heute. Ein scharfkantiger Schwan. Ein kleines, nacktes Wesen mit Schnauze. Da draußen ist absolut nichts. Nur eine Stadt und der Rest der Welt. Wird auch Zeit, dass du kommst. Wird Zeit? Ich hab über... Mira, das Bild hier. Schau es dir an. Du hast mich extra hierher bestellt, damit ich mir ein Bild ansehe? Ja, aber nicht nur. Sieh es dir einfach an. Wer hat es gemalt? Ein Junge namens Warren Hughes. Ich kannte ihn und seine Familie recht gut, aber er malt nicht mehr. Eine hübsche Arbeit. Es ist hübsch, aber mehr als das. Sieh genauer hin. Wonach suche ich denn? Was siehst du? Ich sehe ein Ölgemälde von zwei Menschen, die sich umarmen. Mehr nicht? Sieh doch genauer hin. Sieh nur. Ich sehe eine Aussage über einen Verlust. Der Junge umarmt ein Mädchen. Er müsste glücklich sein. Stattdessen trauert er bereits. Er wird sie verlieren. Aussagen? Was sollen Aussagen? Sag mir, was du siehst. Ich sehe Kunst. Kunst, ja. Und darüber hinaus? Illusion? Mit Geschick und Fantasie zaubern Künstler Illusionen. Aber was liegt darunter? Technik? Mit Technik erschaffen Künstler ihre Werke. Aber was liegt hinter der Kunst und der Technik? Wahrheit? Genau. Wahrheit. Dieses Kunstwerk enthält eine tiefere Wahrheit. Es hat eine Seele. Wie kann ein Bild eine Seele besitzen? Es hat eine Seele, weil es ein Wesen, ein Herz besitzt. Die Erinnerung an das Bild wird dir erhalten bleiben und dein Unterbewusstsein bereichern. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ohne, dass du weißt, warum. Es ist nur von einem Kind gemalt. Kein Monet oder Picasso. Du sprichst über Technik. Nicht jeder Van Gogh oder Michelangelo ist ein Kunstwerk, obwohl sie alle von großer Technik und Kunstfertigkeit zeugen. Und die Kritzeleien eines Fünfjährigen sind technisch selten brillant. Dafür können sie durchaus eine Seele besitzen und wahre Kunst sein. Wahre Kunst hat also nichts mit Können zu tun? Was ist dann Kunst, wenn jeder Laie etwas Echteres zustande bringt als ein ausgebildeter Künstler? Kunst ist dennoch das Werk von Künstlern. Aber Technik und Kunstfertigkeit alleine sind nur Vorgaben.
Um wahre Kunst zu erschaffen, muss der Künstler sich in seine Arbeit versetzen, sie betreten, um hinter der Illusion die Wahrheit der Kunst zu erlangen. Und was ist die Wahrheit der Kunst? Wer weiß? Das frage ich mich seit Jahren. Wie bitte? Du weißt es nicht? Und wozu dann der Vortrag über Wahrheit und Illusion? Warum bin ich denn überhaupt hier? Weil... Du hast mich ja noch nicht mal hergebeten. Ich fahre in Venice herum, enträtsele eine Botschaft, gebe mein letztes Geld für eine U-Bahn-Karte aus und muss mir jetzt anhören. Du hast heute etwas gesehen. Einen Wachtraum. Du kannst ihn nicht erklären und bist deshalb hier, nicht wahr? Woher zum Geier weißt du das alles? Man merkt es dir deutlich an, Signorita Ryan. Du stehst unter großem Druck. Kunst und Wahrheit, April. Manches wirkt echt, ist es aber nicht. Anderes scheint unwichtig zu sein, ist aber unbezahlbar. Wie Warrens Gemälde und deine Träume. In Träumen und in den Bildern, die sie erschaffen, vereinigen sich Wahrheit und Illusion. Schwierig wird es nur, sie zu unterscheiden. Also sind meine Träume wahr? Es geschehen Dinge und du brauchst meine Hilfe, um die Wahrheit von der Illusion zu unterscheiden. Klingt logisch. Gut. Ich bin froh, dass du es verstehst. Ich habe kein Wort verstanden. Was haben Kunst, Wahrheit, Träume und Illusionen mit mir zu tun? Es geschehen Dinge und ich hatte gehofft, du glaubst und hilfst mir. Ich dachte, wenn man alles durchgeht, ergibt sich eine vernünftige Erklärung. Aber nein. Meine Träume sind angeblich wahr. Ich brauche deine Hilfe und es geschehen Dinge. Klar, es geschieht laufend was. Und? Est bien. Ich verstehe, dass du mir nicht glauben magst, Senorita. Ich kann dich jetzt nicht überzeugen. Wir sollten uns morgen treffen. Was? Such mich morgen auf, dann erkläre ich dir alles. Oh, bestimmt nicht. Nicht nochmal. Deine Neugier wird dir keine Wahl lassen. Rätsel ziehen dich an. Und trotz deiner Skepsis bist du davon überzeugt, dass ich deine Fragen beantworten kann. Ja? Nein, mir ist das egal. Ich will nur ein normales Leben ohne Albträume, Visionen und geheimnisvolle Fremde führen. Comprende, amigo? Ay, Dios mio, schon so spät? Ich muss los, Senorita Ryan. Wir sehen uns also morgen. Ich sagte... Auf Wiedersehen. Der Name ist Hai, vom Amatin. Noch ein Amatin-Opfer. Igitt, wie eklig. Das schmeckt ja wie Mundwasser. Ein klebriges, halb aufgelutschtes Bonbon. Ein Streichholzheft aus dem Café Fringe. Goldring unter dem Wohnzimmersofa gefunden. Der Besitzer soll sich bei mir melden, aber bitte sonst keiner. Fiona.
Ein hübsches Wandgemälde. Ein hübsches Wandgemälde. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Geheimnisvoll. Sitzt du schon den ganzen Tag hier? So ziemlich, Liebes. Ich schlage schon Wurzeln. Und wie war's heute bei dir? Es war ein merkwürdiger Tag. Wie das? Kennst du das Gefühl, morgens aufzuwachen und nicht zu wissen, ob du vielleicht noch träumst? So geht's mir jeden Morgen, Liebes. Da wirkt ein heißer Kaffee Wunder. So geht's mir aber den ganzen Tag. Ziemlich seltsam. Und wie ist es dir ergangen? Erschütternd normal, fast schon deprimierend. Ich habe kurz vor die Tür geschaut, aber das hat schon gereicht. Was siehst du dir gerade an? Nichts Besonderes. Heute Abend wollen wir uns vielleicht einen Film anschauen. Oh, welchen denn? Da gibt's ein paar gute neue Filme. Kennst du Victory Hotel schon? Nein. Ist der gut? Soll er jedenfalls sein. Vielleicht sehen wir uns den an. Darf ich dich was fragen? Aber natürlich, Liebes. Worum geht's denn? Was hältst du von Cortez? Ich weiß nicht, was du meinst, Liebes. Findest du nicht, dass er was Beängstigendes hat? Ach, der ist harmlos. Der alte Hippie ist seit 50 Jahren zugekifft. Der bleibt noch eine Weile auf seiner rosa Wolke. Mickey mag ihn. Ich weniger. Aber was soll's? Er sitzt ja nur friedlich draußen und raucht oder liest ein Buch. Der tut keinem was. Seit wann ist er in der Gegend? Mal sehen, ungefähr ein Jahr. Eines Tages war er plötzlich da. Seitdem gehört er zum Inventar. Bleibt er immer auf der Bank sitzen? Natürlich schläft und isst er auch. Und manchmal geht er in ein altmodisches Kino irgendwo in der Stadt. Er liebt alte Filme, fast so wie Bücher. Was weißt du noch über Cortez? Dass der Ausdruck verständlich nicht auf ihn zutrifft. Er hat immer irgendwelche wirren Ideen. Wenn man ihm zuhört, könnte man meinen, er ist nicht ganz bei Verstand. Aber er soll recht intelligent sein. Gebildet, mehrsprachig und offenbar weit gereist. Wenn du mich fragst, ist er trotzdem nicht ganz normal. Kannst du mir noch was über Emma sagen? Naja, sie sollte wählerischer mit ihren Jungs sein. Sie flirtet zu gerne und viele Kerle ertragen es nicht, wenn man sie dann zurückweist. Vielleicht hört sie da auf dich, ihre beste Freundin. Ich hab's ihr schon gesagt. Ohne Erfolg. Das ist schade. Aber sie ist ein großes Mädchen und kann auf sich aufpassen. Ich mag Emma. Nach dir und Charlie ist sie meine Lieblingsmieterin. Ich würde gern mehr über das Grenzhaus wissen. Was genau möchtest du wissen? Danke für die Auskunft. Schön, dass ich dir helfen konnte, Liebes. Danke für deine Hilfe, Fiona. Gern geschehen, Liebes. Wir sehen uns später, ja? Alles klar, Liebes. Was gibt's Neues, Mickey? Das Heißwasser läuft endlich. Du kannst also wieder warm duschen. Riech ich denn so? Nein, das meine ich nicht. Ich wollte nur, dass du weißt,
dass es wieder warm Wasser gibt. Danke, Mickey. Klar. Du hattest vorige Nacht einen Albtraum? Ach, hat sie dir das erzählt? Kann ihren Schnabel einfach nicht halten. Du wohl auch nicht. Als ob dein Geschrei nicht das halbe Haus geweckt hätte. Außerdem hat jeder mal Albträume, auch wenn du es nicht zugeben magst. Tut mir leid, ich wollte keinen Streit anfangen. Ich hatte nur auch einen Albtraum. Na, viel Glück mit deinen Fragen. Die eiserne Lady ist so gut gepanzert, die zeigt keinen Riss in der Rüstung. Wir sind doch eine starke Frau. Halt die Klappe, Fiona. Nur einmal, ja? Es stimmt, ich hatte einen Albtraum, aber der geht dich nichts an. Also lass es gut sein. Ich wollte nicht neugierig sein. Schon gut. Ich rede nur nicht gerne über meine Träume. Was war mit der Rohrleitung? Alt, einfach verbraucht, wie alles in Venice. Zweimal jedes Jahr friere ich mir im Kanal den Hintern ab, um die Leitung zu flicken. Ich mache es ja gerne. Vor allem, wenn meine sogenannte Partnerin es sich den lieben langen Tag auf dem Sofa gemütlich macht. Wir sehen uns dann später, Mickey. Klar. Schaust du den Film mit uns an, April? Prima Idee, das mache ich. Ich muss Cortez suchen. Verrückt oder nicht? Cortez ist der Einzige, der mir erklären kann, was los ist. Keiner da. Guten Morgen. Bitte sag mir, dass ich gestern nur geträumt habe, April. Das war kein Traum. Das weiß ich. Und du und Mickey, ihr habt doch dasselbe gesehen wie ich. Es kann keine Sinnestäuschung gewesen sein. In letzter Zeit sind seltsame Dinge geschehen. Das habe ich gemerkt. Und nicht zum ersten Mal. Was ist denn noch alles passiert? Kleinigkeiten. Bewegungen, die man nur aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Sowas. Und Geräusche, die nicht in die Stadt gehören. Tiergeräusche von wilden Tieren. Und einmal, das war neulich früh morgens, sah ich im Kanal eine Stadt unter Wasser. Aber als ich hinschaute, hat sie sich im leichten Wellenschlag aufgelöst. Wie unheimlich. Das sagst du mir? Liebes, ich habe schon Angst vor Küchenschaben. Was glaubst du, wie mein Nervenkostüm jetzt erst aussieht? Hast du Cortez heute schon gesehen? Nein, Liebes. Er scheint nicht da zu sein. Hast du eine Ahnung, wo Cortez steckt? Leider nicht. Er könnte sonst wo sein. Naja, er sieht sich gerne altmodische Filme in so einem alten Kino an. Frag mich aber nicht, wo. Wer könnte wissen, wo es liegt? Zack vielleicht.
ist schließlich unser selbsternannter Filmexperte. Red mit ihm, Liebes. Na toll, ausgerechnet Zack, mein Busenfreund. Würdest du Cortez ausrichten, dass ich ihn suche? Gern, Liebes, falls ich ihn sehe. Danke dir. Ich muss los. Gib auf dich Acht, Liebes. Dass ich das jemals tun müsste, hätte ich nie gedacht. Sieh mal einer an. Die Prinzessin klopft tatsächlich an meine Tür. Tja, ich habe endlich gemerkt, was ich verpasse. Wird auch Zeit. Also, ziehen wir los? Tu mir erst noch einen Gefallen, ja? Gib mir einen Grund dafür, Baby. Du willst einen Grund? Na schön. Wie wär's mit einer Verabredung? Ja, cool. Heute Abend. Ist gut. Wir treffen uns also heute Abend beim Pavillon? Und gehst du aufs Ganze? Wie? Tja, wenn ich meine VIP-Karte und meine Pillen einbringe, Baby, dann muss es das auch wert sein. Bist du dabei? Das wird sich zeigen, Zack. Mach bloß nicht den Verschwindemax, Baby. Wenn meine Guckerchen dich den ganzen Abend nicht finden, stehe ich ziemlich blöd da. Und das hätte ich gar nicht gern. Ich werde brav sein und kommen. Kluges Mädel. Also, was willst du wissen? Wo gibt's ein Kino, in dem alte Filme laufen? Da gibt's mehrere, aber nur eines mit guten alten Filmrollen. Schätze, das meinst du, Baby, oder? Warum? Weil Cortez dort gerne herumhängt. Und den suchst du doch, stimmt's? Nein. Nein, ich muss nur was für mein Bild in Erfahrung bringen. Baby, für wie blöd hältst du mich? Ich hab euch zusammen gesehen. Was findest du an dem Typ? Sein Alter? Seinen Charme? Seinen unterentwickelten Sinn für Mode? Es ist anders, als du denkst. Hey, das kann mir doch egal sein. Heute Abend gehst du mit mir aus und morgen früh denkst du nicht mal mehr an den alten Irren. Also, wo ist Cortez? Wenn er nicht draußen sitzt und liest oder sonst was tut, ist er meistens im Mercury-Kino. Die spielen alte Filme vom Projektor ab. Wie im verdammten Mittelalter. Wo liegt das Kino? Ich weiß nicht mehr, in welcher Straße das Kino liegt. War ewig nicht da. Auf jeden Fall steigst du in Metro Circle aus und gehst durch den Ostausgang. Es liegt beim Radio Power Gebäude. In der Nähe gibt's lauter Läden für Volljährige. Wenn du Zeit hast, bring doch was für heute Abend mit. Einen richtig versauten Film. Zack, ich glaube nicht. Vergiss es, war nur ein Witz. Hey Baby, sei doch nicht so verkrampft. Hast du denn kein bisschen Humor? Ich arbeite daran. Danke für den Tipp. Und für die Info. Aber sei um 10 am Pavillon, klar? Ich warte nicht gerne auf meine Torten. Hab Besseres zu tun. Und denk nicht mal daran, mich zu versetzen, hörst du? Das wäre nicht klug. Der Typ ist Jahr ein, Jahr aus hier und malt. Ob er auch nur ein Bild fertig gemalt hat?
scheint ein großer Eisenschlüssel zu sein. Nix da, die sind widerlich. Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Das Erste, was ich in Newport gesehen habe. Ich liebe die Großstadt. Ein Polizist. Der Aufzug zwischen den Ebenen ist aber klein. In die großen passen bis zu 100 Leute. Sie sollen ziemlich schnell sein. Stehen bleiben! Sie dürfen den Aufzug nicht benutzen! Warum denn nicht? Weil Sie keinen Ausweis dabei haben. In Newport ist das ein Verbrechen gegen das Gemeinwohl. In Venice braucht man... Venice also. Hätte ich wissen müssen. Treten Sie bitte zurück. Sonst muss ich Gewalt anwenden. Was brauche ich denn, um durchgehen zu dürfen? Nur Bürger der mittleren und höheren Ebene dürfen die Aufzüge benutzen. Sind Sie denn neu in der Stadt? Ja, frisch vom Land. Stimmt. So sehen Sie auch aus. Hey, sachte. Wie bekommt man denn den Status mittlere Ebene? Durch Geburt, Geld oder Heirat. Loser wie Sie und ich kommen da nie ran. Selber Loser. Was ist eigentlich mit der Polizei hier in der Stadt? Was meinen Sie? Erst verhaften Sie jemanden, dann zitieren Sie ihm seine Rechte und dann verkaufen Sie ihm Waren. Gehört alles zum Job, Miss. Die Polizei ist eine Unterabteilung von Mokamba Mercer und der Bingo Corporation. Sie bezahlen uns. Ergibt sich da kein Interessenskonflikt? Nicht, solange wir keine Angestellten der beiden Firmen verhaften. Das ergibt keinen Sinn. Schon, wenn Ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist, Miss. Ich habe Kinder, die mal aufs College gehen sollen. Danke, Officer. Wir beschützen, dienen und informieren Sie über die fantastische Produktpalette von Mokamba Mercer und Bingo. Hersteller der weltbesten Getränke und Pistolen.
Der arme Kerl ist völlig hinüber. Aber wenigstens ist er nur betrunken und nicht auf Amatin. Ein beliebter Laden, aber nicht meine Clique. Ein Spirituosenladen. Verzeihung? Weil? Ach, Moment mal, Lady. Blöde Leuchtschrift, leuchte endlich! Gut, und jetzt bleib so, hörst du? Arbeiten Sie im Kino? Weil, ich bin Freddy. Freddy Malone, weil. Meiner Mama, Mrs. Dottie Malone, gehört das Kino. Das Kino gehört ihr. Sie führt es selbst wie ein richtiger Besitzer eben. Natürlich helfe ich ihr ein bisschen. Und was tun Sie, Sir? Ich bin Platzanweiser, fege hier und mache nach der Vorstellung sauber. Meine Mama, Mrs. Dottie Malone, sagt, ich bin ein Hansdampf in allen Gassen. Vielleicht hat sie recht. Hat das Kino offen? Eher nicht, Fräulein. Erst heute Abend. Da ist auch keiner drin. Wär wohl auch nicht erlaubt. Kennen Sie jemanden namens Cortez? Nee, kann ich nicht sagen, Fräulein. Nie gesehen. Na, ich feg mal eben weiter. Aber ich soll mich hier mit ihm treffen. Kennen Sie ihn wirklich nicht? Hören Sie, Lady. Sie sollten sehen, dass Sie hier verschwinden. Ich habe Cortez heute nicht gesehen. Sie sagten, Sie kennen Cortez nicht. Schätze, ich kenne keinen, der so heißt. Also, Fräulein, lassen Sie mich mal mit meiner Arbeit weitermachen. Jesus, Maria und Josef, will denn die halbe Welt Cortez heute sehen? Trotzdem vielen Dank. Woll. Nun lassen Sie Freddy Malone mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Frauen am Rande des Untersuchungstisches. Ein Kunstfilm. Solange Französisch oder Spanisch gesprochen wird, kann es kein Schund sein. Das Gespenst im Watt. Buch und Regie Ragnar Tornquist. Ein Klassiker. Nur Müll. Lady, spielen Sie nicht damit rum, ja? Lassen Sie es bleiben. Grüner Schleim. Riecht nach Kerosin.
Hallo. Na, macht's Spaß? Du solltest keine Fremden ansprechen. Ich weiß. Was machst du denn hier? Verzieh dich! Warum sind Sie wie ein Polizist angezogen? Was meinst du damit? Moment mal, was geht dich das an? Ich versuche nur, den blauen Jungs zu helfen, Sir. Sie sehen nicht gerade unauffällig aus. Auf Posten sollten Sie sich ein bisschen mehr anpassen. So? Wie denn? Naja, der Trenchcoat bringt's nicht. Wie wär's mit Jeans und einem T-Shirt mit einem blöden Spruch drauf? Ich schaff's mal. Moment, was tue ich da? Wer bist du überhaupt? Modeberaterin der Newporter Polizei. Soll das komisch sein? Darüber kann ich nicht einmal den Mundwinkel verziehen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Soll das eine Drohung sein? Du hast es erfasst. Eine Drohung. Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf? Was ist jetzt? Sind Sie im Dienst? Was meinst du mit dem Dienst? Naja, auf Beobachtungsposten, verdeckte Ermittlungen und so. Du solltest schleunigst verschwinden, bevor es hier ungemütlich wird. Sie drohen mir? Jawohl! Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf? Was ist jetzt? Wird es nicht langweilig, den ganzen Tag hier rumzustehen? Nein, Ma'am. Also sind Sie wunschlos glücklich. Genau. Es fehlt gar nichts? Gar nichts. Nicht mal was zu essen? Ich habe gerade Mittag gegessen. Danke der Nachfrage. Sie haben also gerade zu Mittag gegessen? Stimmt. Im Burger-Eck. Was haben Sie denn gegessen? Einen dreifachen Semi-Burger mit Fettzwiebeln und einer großen Bingo-Cola ohne Eis. Keine Pommes frites? Doch, klar. Eine doppelte Portion Cheesems mit Ziegenkäse. Die besten Pommes frites, weit und breit. Und wann haben Sie gegessen? Vor ungefähr einer Stunde. Und Sie spüren keinen Drang auf stille Örtchen? Nein, Ma'am. Meine Nieren sind genetisch verändert. Sie bedürfen kaum der Aufmerksamkeit. Sind Sie richtig satt geworden? Keinen Appetit auf einen süßen Happen? Naja, ich habe eine Schwäche für Süßigkeiten. Für meine übliche Erdbeerwaffel mit Sahne, Schokosauce und Eis war keine Zeit. Moment mal, warum erzähle ich dir das alles? Wer bist du überhaupt? Verschwinde sofort, oder? War das eine Drohung? Klang fast so. Eine ziemlich ernste sogar. Möchten Sie ein Bonbon? Hey, gerne. Genau das Richtige. Keinen Müll auf meinen Boden, Mister. Noch eins? Klar doch. Oh, lieber doch nicht. Keinen Müll auf meinen Boden, Mister. Noch eins? Klar doch. Oh, lieber doch nicht. Keinen Müll auf meinen Boden, Mister. Ein Sicherungskasten. Mit dem Strom im Kasten stimmt was nicht. Die Leuchtschrift am Kino scheint damit verbunden zu sein. Sie flackert ständig.
lasse es! Städtisches Eigentum! Die Tür führt in eine Gasse hinter dem Kino. Abgeschlossen. Riecht nach Kerosin. Ich sagte, lassen Sie das sein. Nur Müll. Hi. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Trotzdem vielen Dank. Woll, nun lassen Sie Freddy Malone mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Goldring unter dem Wohnzimmersofa gefunden. Der Besitzer soll sich bei mir melden. Aber bitte sonst keiner. Fiona. Aber wenigstens ist er nur betrunken und nicht auf Amatin. Ich glaube, er verkauft gefälschte Dreifach-Extacools. Extrem suchterzeugend und pusten einem das Hirn raus. Buchstäblich. Ich glaube, er verkauft gefälschte Dreifach-Extacools. Ein beliebter Laden, aber nicht meine Clique. Scheint ein großer Eisenschlüssel zu sein. Hm.
Der Typ ist Jahr ein, Jahr aus hier und malt. Ob er auch nur ein Bild fertig gemalt hat? Es geht doch nichts über eine rostige Hochbrücke im Park. Hübsche Haarfarbe. Wawa Sommerausstellung. Aktmodell für seriöse Arbeit zu verkaufen. Antike 16mm Kamera. Projektor, Stativ, Linsen. Zusammen für nur $8,000. Tch, wer hat denn für sowas derart viel Geld? Moment, das Angebot stammt von Zack. Also überteuert. Der Typ würde einfach alles tun, um Geld zu scheffeln. Darstellerinnen für Parodie auf Brutalo-Porno gesucht. Treffen am Samstag, 24 Uhr, an Dock 12 im Hafen von Newport. Keinem verraten. Warum drängt sich mir das Wort dubios auf? Das offizielle schwarze Brett der Wawa. Es ist nur für eingeschriebene Studenten. Wawa Sommerausstellung. 11. bis 18. August. Oh nein, bis dahin soll ich fertig sein. Heute nicht. Heute nicht. Meine jüngsten Skizzen. Stumme Zeugen meiner mangelnden Inspiration. Emmas Ausstellungsbeitrag. Sie weiß selbst, ich lasse Pinsel und Palette lieber hier. Soll ich wirklich an dem Rad drehen? Wer weiß, ob dadurch nicht das ganze Universum versickert. Lass uns das Ding in die Luft jagen und heimfliegen. Die geheimnisvolle Tür, rostig. Ich habe reichlich davon. Ich bin froh, dass du da bist. Ich muss mit jemandem reden. Ja? Ich auch. Was ist los? Erzähl du zuerst. Hast du noch nicht gehört, was hier gestern Abend passiert ist?
Kein Wort. Jetzt machst du mich aber neugierig. Was war denn? Es war gestern gegen 23 Uhr. Ich stand hinter der Bar und habe nicht gesehen, wie es anfing. Aber dann hat sich die Musik verändert und es wurde totenstill. Ich ging zum anderen Ende der Bar. Irgendetwas Nichtmenschliches ist aus der Jukebox materialisiert. Es hat ein Instrument gespielt und die Leute erst nicht bemerkt. Alle starrten es stumm an. Dann sah es die anderen und verschwand einfach. Und dann haben sich alle angestarrt, auf die Jukebox gestarrt und dann ging der Abend weiter. Als hätten alle beschlossen, es auszublenden. Unheimlich. Und obwohl wir, du und ich, nicht dasselbe gesehen haben, hatten die Erscheinungen bestimmt miteinander zu tun. Aber jetzt zu deiner Geschichte, April. Was ist geschehen? Es klingt ziemlich unglaubhaft, aber es ist die Wahrheit. Ich schwör's. Natürlich glaube ich dir. Als ich gestern Abend heimkam, sahen Fiona und Mickey fern. Ich habe mich dazugesetzt. Es war ein Dokumentarfilm über Regenwälder und... Was ist geschehen? Das Zimmer hat sich in einen Dschungel verwandelt. Ist das dein Ernst? Nein, ich lüge dich an. Natürlich ist es mein Ernst. Ich war doch da. Fiona, Mickey, ich. Wir haben alle dasselbe gesehen. Einen Dschungel, aber nur ganz kurz. Dann war er fort. Einfach so. Und es war viel echter als ein Hologramm. Es roch nach Dschungel. Die Luft war schwer und feucht und es fühlte sich echt an. Nicht wie eine Simulation. Das Schlimmste war, dass es mir bekannt vorkam. Wie aus einem Traum. Ich erkannte den Dschungel. Ich war schon mal dort. Wo denn? Wie gesagt, im Traum. Und bei unheimlichen Erlebnissen der letzten Tage. Aber ich kann noch nicht darüber reden. Noch nicht. Ich verstehe. Ganz schön heftig. Unglaublich, wie ähnlich unsere Erlebnisse sind. Es macht mir Angst. Meinst du bist unter Drogen gesetzt worden? Oder dass du einen holographischen Versuch erlebt hast? Wäre dir das lieber als die Alternativen? Dass wir nämlich verrückt werden oder dass irgendwas Unerklärliches vor sich geht. Meinst du, die Alternativen sind besser? Ich weiß es nicht, April. Ich weiß nur, dass du, ich und eine Menge anderer Leute etwas sehr Reales erlebt haben. Ich muss Cortez wiederfinden. Wird das jetzt zum täglichen Ritual? Ich hoffe nicht. Eine Jukebox. Laut Stan ein Original, fast 200 Jahre alt. Mir kommt sie aber vor wie ein Nachbau. Ein sehr guter allerdings. Frisches Stangenbrot. Tom's Follies. Ein Foto von Charlie, Emma und mir. Markus hat es vorigen Monat im Florence Park aufgenommen, bevor es so heiß wurde. Thank you.
Nur eine Holzbank. Ich könnte stundenlang draußen sitzen, aber die Pflicht ruft. Die Jalousie ist runtergelassen. Wow, ich kann direkt ins Wohnzimmer sehen. Wahnsinn. Nein, das rühre ich nicht an. Hi. Ja? Weißt du, wo er sein könnte? Wie gesagt, Liebes, leider nein. Frag Zack. Wie ist Metro Circle so? Das schmierigste, perverseste Viertel von ganz Newport. Aber es hat auch einen Nachteil. Dort ist es gefährlich. Fahr nicht allein hin. Ich muss los. Gib auf dich Acht, Liebes. Ich habe den Zettel an der Pinnwand entdeckt. Es könnte mein Ring sein. Es tut mir leid, aber könntest du ihn beschreiben? Klar, er trägt eine Gravur. Süße 16. Mein Dad hat ihn mir geschenkt. Das einzige Mal, an dem er meinen Geburtstag zur Kenntnis genommen hat. Ja, das ist er. Ich habe ihn beim Staubsaugen unter dem Sofa gefunden. Da hast du ihn, Liebes. Danke. Er ist nicht wertvoll, aber irgendwie hänge ich doch daran. Der Ring ist sehr hübsch. Ja, das ist er. Das ist das einzige Mal, dass mein Dad mir was Hübsches geschenkt hat. Er hatte an dem Tag wohl beim Pokern gewonnen. Komisch, aber ich hasse ihn nicht mal. Er ist ein Mistkerl und hat mich fast jeden Tag meines Lebens wie Dreck behandelt. Aber er tut mir einfach nur leid. Warum? Weil er nicht lieben kann. Nichts und niemanden. Und weil er bis zu seinem Tod jeden Tag unglücklich bleiben wird. Bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe. Hoffentlich sehe ich ihn nie wieder. Falsch. Ich habe sie aber beschlossen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Den Goldring hat mir mein Dad zum 16. Geburtstag geschenkt. Mir graut vor der Ausstellung in 2 Wochen. Bisher habe ich 0, nichts geschafft. Bücher. Ich lese nur selten, aber man muss den intellektuellen Schein wahren. Wenn ich mal reich bin, werde ich mir 200 Meter Kleiderschrank zulegen und mit Kleidern ein leerer Karton. Ein Stapel wertloser alter Zeichnungen. Mein Koffer. Echtes Holz. Ich kümmere mich schandbar wenig, aber der Pflanze geht's trotzdem prächtig. Ich brauche mein Bett nicht zu machen. Es ist zu heiß, um mit Bettdecke zu schlafen. Nein, ich hätte es nicht so gern, wenn das UTM hier reinplatzen würde.
Ich muss den Schlüssel auf andere Weise hochholen. Riecht nach Kerosin. Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf? Was ist jetzt? Was möchten Sie nochmal? Etwas Süßes zum Kauen gegen die unerträgliche Seichtigkeit des Seins. Und jetzt verzieh dich! Noch eins? Klar doch! Oh, lieber doch, nee. Was zum... Der Geschmack? Eklig. Ach, mir ist schlecht. Hey, was tun Sie da? Haben Sie einen Stein nach mir geworfen? Schwerer Fehler wohl. Den hätten Sie laufen sehen sollen, wie ein geölter Blitz. Hat sich den Hintern gehalten und seinen Hut auf der Straße verloren. Hab lange nichts so Komisches mehr gesehen. Vorsicht! So ein Aufkleber gehört an das Leben.
Eine Art Schlüsselloch. Ein Zickzackblitz. Schönes Wort, Zickzack. Abgeschlossen. Die Tür führt in eine Gasse hinter dem Kino. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Trotzdem vielen Dank. Woll, nun lassen Sie Freddy Malone mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Ein beliebter Laden, aber nicht meine Clique. Ein Spirituosenladen. Ein Polizist. Texte sie. Ausschweifende Orgien. Deprimiert mich nur weiter.